Alle Frauen sagen, ich will einen Mann mit Humor. Und alle Männer sagen, ich will eine Frau mit Humor. Die meinen aber was anderes. Die Frau will einen, der witzig ist. Der Mann will eine, die ihn witzig findet. Sind ein bisschen unterschiedliche Sachen. Dabei glaube ich tatsächlich, dass Humor wichtig ist. Humor ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Wenn man keinen Sinn für Humor hat, welchen dann? Und was im Kindern auch für Zeitverschwendung passiert, ja? Da gehen Leute ins Restaurant. Eine der humorfreisten Zonen der Welt, so Nobelrestaurants, ja? Was lernt man da übereinander? Ob der mit Messer und Gabel essen kann, okay. Aber das ist doch ein Stellungsspiel, ja? Beide verstecken sich hinter der Speisekarte. Sie denkt, kann das ansetzen, er denkt, kann ich das absetzen. Du lernst doch nichts übereinander. Mein Tipp, wenn Sie sich kennenlernen wollen, erstens gehen Sie ins Kabarett und gucken Sie, ob Sie an den gleichen Stellen lachen. Das ist das erste Zeichen. Wenn Sie nicht an den gleichen Stellen lachen, können Sie es eh vergessen, aber Sie hatten wenigstens einen guten Abend. Wenn die erste Hürde genommen ist, Sie haben einen ähnlichen Humor, dann fahren Sie mal gezielt zusammen am Wochenende in einen Stau. Verlängert das Wochenende da, wo Sie wissen, da ist immer Stau, dahin fahren. Nach 3 Stunden kennen Sie sich sehr gut. Da wissen Sie, wie jemand tickt und wie jeder austickt. Und dann kannst du entscheiden, ob du das für dein Leben willst. Wir glauben, dass Romeo und Julia das ideale Liebespaar waren. Die konnten nicht zusammenkommen, sie hatten es so schwer. Die hatten es überhaupt nicht schwer, die hatten es sehr leicht. Die mussten nie im Alltag miteinander klarkommen. Die mussten nie mit plärrenden Kindern im Auto im Stau stehen. Die mussten nie eine Einbauküche aufbauen, geschweige denn aussuchen. Also, was ist daran so schwer, sich über den Balkon anzuschmachten, wenn man sich nicht kennt? Aber wir denken, ja, wenn wir nicht so sind wie die, dann ist was mit unserer Liebe falsch. Unsinn. Romeo und Julia war doch so romantisch, die haben sich doch erst im Tode vereint. Das ist nicht romantisch, das ist extrem blöd. Vereint sich lebendig, da hat man mehr Freude dran, glaube ich ehrlich. Was ist tatsächlich ein Unterschied zwischen Männern und Frauen? Die Chromosomen. X-Chromosom wird eine Frau, Y-Chromosom wird ein Mann. Das Y ist nur ein Bruchstück vom X. Man wird zum Mann durch einen Mangel an Information. Und ich wünschte, es wäre ein Gag. Männer müssen nicht nur mit so einem abgebrochenen X-Chromosom leben. Das zeigt sich an vielen Zeiten. Männer sterben früher. Jungen sterben eher als Mädchen. Jungen sind eher kommunikationsgestört, Autismus bei Jungs 10-mal häufiger als bei Mädchen. Das hat damit zu tun. Jetzt heißt nicht 2x Frau automatisch geniale Plaudertasche. Ja? Ich habe in der Disco auch so meine eigenen Beobachtungen gemacht. Faustregel, je höher die Absätze, desto kürzer die Hauptsätze.